Shut up, John. Hallo, ihr da draußen. Willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal mit Zatani, Bloody Cave. Und heute haben wir noch einen Gast dabei. Guten Tag, guten Tag. Ja, jetzt kann ich auch vorstellen, hallo. Heiner. Ihr Nutten. Heiner, bist du es? Ich muss euch warnen, ich habe 3 Enderperlen, ne? Hier wurde ja wieder richtig, wie viel hier zerstört wurde, Alter. Okay, ich würde sagen, wir haben uns so abgesprochen, wir werden jetzt gegen den Marcel kämpfen. Und, wir geben ihm dafür den Verzauberungstisch, beziehungsweise er darf einmal verzaubern und dann töten wir ihn halt. Genau, und danach verrecke ich direkt, weil sie mich mit ihrem AIDS anstecken. Ja, das hatten wir vor. Das war der Plan. Ja. Okay, Entschuldigung. Wo seid ihr denn? Wir haben nämlich nicht viel Zeit, wir kommen sofort. Ja. Ich bin also auf Sandhöhe. Wir müssen den Verzauberungstisch mitnehmen, Zatani, ne? Ja, hast du dabei? Wie, soll ich ganz runter in der Mitte? Nicht ganz. Also ich gehe hier gerade so eine Treppe runter. Geh einfach da ist irgendwo so eine Höhle in der Mitte. Relativ zentral ist irgendwo eine Höhle. Ja, ich gehe hier gerade durch so Gänge. Und, Ein Knall übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Also, das ist halt bei ihm normal so. Ja, und ich bin hier unten, hier ist Obsidian. Da bin ich. Ja, dann bist du zu tief. Gut. Oh, aber okay. Bis zu tief bist du, glaube ich. Solange du in der Mitte bist, ist es. Also, ich verhungere gleich, abgesehen davon. Achso, ja, warte mal, dann geben wir einfach nur Last Hit, würde ich vorschlagen, oder? Ja. Okay. Yo, Alter. Okay, jetzt bin ich etwas weiter oben und hier ist ein Creeper. Ich bin in der Höhle. Okay. Ja, willkommen. Sind auf dem Weg. Hier, Willi und Wombo begleiten mich. Ah, oh, fuck. Hier sind wir falsch. Ich glaube, hier müssen... Boogie. Ja, ich kenne mich aus, ne? Ich laufe hier komplett kreuz und quer einfach mal random irgendwo lang. Ja, hier sieht's wieder mal falsch aus. Ne, oder? Geht's hier nicht runter? Nee, aber wir gehen immer weiter weg von der Mitte. Die Mitte ist genau in andere Richtung, also das ist wahrscheinlich falsch. Okay. Ja, ich habe den Kompass nicht in der Leiste, deswegen... Ach so. Das heißt, du hast ihn im Inventar. Ich habe kombiniert. Nee, ich habe ihn weggeschmissen. Echt? Ja. Nein. Du Held, Alter. Er schmeißt einfach den Kompass weg. Als ob ich den Kompass wegschmeiße. Was mit dir? Ich bin jetzt da, wo ihr gegen Dominik und Weiß gekämpft habt. Warte mal, wir kommen mal dahin irgendwie und hoffen, dass wir da mal... Ich kann nicht mehr sprinten. Hier kann echt sein. Dass wir hier einfach nur zugebaut haben irgendwo. Nee, also irgendwie ist das in diese Richtung. Ich baue mich da einfach mal ganz elegant hin. Okay, gut. Läuft bei euch. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge Bloody King. Ich werde heute Gaming Buku und Zatani ficken. Wenn du das schaffst, dann GG. Habe ich deinen höchsten Respekt, ja? Ja. Also es nervt, ich kann nicht mehr sprinten. Das ist nervt langsam wirklich. Also wir könnten... Den Moderatorenrang für immer. Ja. Auf Lifetime. Lifetime? Oh mein Gott, das ist ja fast so cool wie Premium auf GommeHD.net. Oh mein Gott! Okay. Ey, Zatani, wir haben uns so komplett verlaufen schon wieder. Wir müssen doch einfach nur in die Mitte. Richtig, ich bin bei dem, ich keine Ahnung, welche Farbe, das ist diese hautfarbene Clay. Diese hautfarbene Clay, in dem Ring bin ich. Warte mal, hier sieht's gut aus. Oh, was ist das für eine Slutty Bitch? Ich verhungere, aber YOLO. Okay, wir müssen einfach mal in die andere Richtung gehen, würde ich mal vorschlagen. Warte mal, hier sind wir jetzt bei dem Schleim. Oh Gott! Bin runtergefallen. Ja, Held. Meine Fresse. Das ist denn richtig? Hi. Essen, bitte gib mir irgendwas zu essen. Ja, das ist richtig, ich muss drunter springen. Ja. Geronimo! Ja. Danke dir. Okay. Also jetzt hau den Tisch dahin. Aber wir ziehen jetzt hier keine linken Dinge, einfach jetzt wirklich kämpfen und nicht danach abhauen, Alter. Abhauen und abhauen, ne? Der ist weggepackt. Ja. Nee, du hast ihn noch in der Hand, klick einmal ins Inventar. Lol, der war unsichtbar. So, ja, das dann hauen wir... Hä? So. Ich brauch dazu einen Lapis Lazuli? Cool. Du Held, hier, 5 Lapis Lazuli hast du. Ich weiß nicht, wie viel ich dir gegeben habe. 4 waren das, glaube ich, jetzt 5. Danke. Also deine Eisenrüstung, wenn du die auf Schutz 1 verzauberst, wäre ich dir sehr dankbar dafür, weil dann könnten wir die nachher auch noch benutzen. Im weiteren Verlauf dieser Aufnahme.
Boah, der hat einfach immer noch keine Rüssi. Was ist los? Ich muss pinkeln ein wenig. Ja, ich würde gern mit dir schlafen. Ich war eben nicht pissen, Mann. Jonas? Ja? Sex? Ja, gerne. So, ich hab jetzt euren Verzauberungstisch, ne? Haut rein. Jetzt los? Los, ne? Nein, warte. Ich, okay. Ich will euch nochmal einen Tisch wiedergeben. Warte. Ihr kriegt den Pink Stained Clay. Den Verzauberungstisch. Okay. Und das war's. Okay, ich verchill mich dann hier. Okay, ich hab Angst. Ich will nicht anfangen. 3, 2, 1 und go! Oh nö, das sieht ja jetzt schon. Ja, geil. Jetzt mal hier geschmeidig bei uns bleiben, ne? Och, Kollege, doch nicht abhauen, das ist asozial. Ich hau nicht ab. Ich hau ganz und gar nicht ab. Ich hau nicht. Wow, da ist er schon hinter mir. Ja, nee. Ja, okay, ich hab. Okay. Ich dachte nicht, dass du so schnell bist. Nein! Ich hab gar nicht mit. Ich hab einfach mal geklärt, würde ich sagen, ne? Aber ich fand's, ja. ich fand's ganz cool, wie Mentor. War noch spannend, war spannend, aber auch der Kampf. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Nein. Was war dein Plan? War ja eine Falle. Um euch rumbuddeln. Oh, das war ja glorreich, würde ich fast sagen. Na, ich hatte noch was anderes vor, aber ach, Kacke. Ja, gut. Lief jetzt nicht so gut. Bei mir ist alles schwarz. Ich kann nichts ahnen. Ehrlich. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass du dich trotzdem mit Kampf gestellt hast, obwohl du wusstest, dass das natürlich nichts werden kann. Ich meine, gegen mich zu kämpfen ist selbst richtig arrogant. Nein, also finde ich auf jeden Fall cool. Und Satani, wir müssen direkt zurück in unsere Basis, würde ich einfach mal behaupten. Ich würde mal sagen, das war's für das mit dem Projekt. Das war aber klar, egal was ich gemacht hätte, ich wäre gestochen. Ja, also ja, das gut. War wirklich, er hat dann immerhin sein Leben an einen würdigen Gegner gelassen. Du warst voll schnell, Digga. Ja, wie ich habe ja gesagt, dass ich das, wenn dann gegen euch kämpfe, ne? Ja. Weil Satani ist zwar nicht der Schnellste, weißt du, da gegen den. Ich hatte auch noch einen Langsamkeitstrank, vielleicht hätte ich damit was erreichen können bei Satani, dann wäre er vielleicht stehen geblieben oder so. Ja. Naja, okay. Wahrscheinlich schon wieder völlig, dann war es das von bei dem Projekt von mir und das regt mich gerade echt auf, dass ich so schnell gestorben bin. Ja, komm. Nein, okay. Gibt Schlimmeres, ich meine, gegen. Nochmal, ich sag's immer wieder, nochmal, gegen uns zu sterben. Nein, also wir wollen hier keine Arroganznummer rausmachen. War natürlich wirklich sehr wahrscheinlich für jeden klar, dass das nichts werden kann. Trotzdem, auf jeden Fall cool, dass du gekämpft hast, dass du dein Leben an einen würdigen. Deine Smaragde an einen würdigen übergeben hast. So. Okay, haut dir rein. Okay. Du verlässt den TS direkt hier. Nee, ich mach jetzt meine Aufnahme aus.